Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Facebook Live. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass du heute beim ersten Facebook Live im neuen Jahr auf meiner Seite dabei bist. Es geht heute um Neujahrsvorsätze oder auch allgemein um Ziele setzen. Wenn man sein Leben verändern will, wenn man sich gesünder ernähren will, mehr Bewegung machen will, so typische Neujahrsvorsätze, endlich mit dem Rauchen aufhören will oder weniger Süßigkeiten essen etc., dann habe ich heute ein paar Tipps für dich, wie du das so angehen kannst, dass es auch funktioniert. Weil wir wissen ja alle, die allermeisten Neujahrsvorsätze scheitern ziemlich bald. Man sieht es an den leeren Fitnesscentern, die im Jänner noch alle voll sind und kurz danach, dann kommt niemand mehr im Februar oder so. So, bevor ich jetzt aber anfange, möchte ich zuerst wissen, hörst du mich? Siehst du mich? Ich kann es bei mir nicht richtig sehen, ob ich jetzt schon da bin oder nicht. Und deswegen schaue ich jetzt so kurz auf meinem zweiten Laptop und hoffe, dass ich da irgendwie merke, ob ich jetzt online bin oder nicht. Falls du mich siehst, bitte schick mir mal einen Kommentar, ob ich gut zu hören und zu sehen bin. Das wäre ganz toll. Aber ja, okay, ich sehe schon, das sind die Lina ist da, die Gabriele, die Pia, sehr gut. Ich bin nicht allein. Hallo Kathi, hallo Gertraud, super, das ist total schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Also, es geht heute um die drei Gründe, die wichtigsten Gründe aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, warum Neujahrsvorsätze meistens scheitern und wie du es besser machen kannst. Ich mache dieses Facebook Live heute auch dafür, um die gratis Facebook Challenge einzuläuten. Die beginnt morgen. Wir beginnen morgen mit einer zweiwöchigen Facebook Challenge in einer eigenen Gruppe mit dem Namen TCM Power Januar. Und zwar geht es darum, den tristen Jänner, ich weiß nicht, ob es bei euch auch regnet, bei uns in Wien regnet es seit Tagen und es geht auch so weit, es ist grau in grau. Wir wollen gemeinsam diesen Jänner, diesen Januar bunter machen. Wir wollen schauen, wie wir Energie und Kraft kriegen mit der richtigen Ernährung. Ich habe ein buntes Programm für euch vorbereitet in dieser Challenge mit Rezepten, mit TCM-Infos, aber auch mit Affirmationen, Tipps aus der Achtsamkeit, und natürlich Live-Videos und Q&As, also wo ich eure Fragen auch beantworte und alles Mögliche, sodass wir uns gegenseitig inspirieren und motivieren für einen guten Start ins Jahr 2018. Das beginnt morgen und ihr bekommt dann nach diesem Video den Link, wo ihr euch bei der Gruppe direkt anmelden könnt. Und noch ganz wichtig, ich werde in dieser Challenge auch zweimal meinen Online-Kurs Trust Your Body, finde deine typgerechte Ernährung nach TCM, verlosen. Das heißt, wenn du schon länger mal überlegt hast, einen Online-Kurs bei mir zu machen oder ein Programm, dann mach mit und du kannst diesen Kurs gewinnen bei der Challenge. Gut, und jetzt geht's zu unserem Thema. Ich möchte dich herzlich einladen, das Ganze als Mini-Workshop zu betrachten und in den Kommentaren direkt meine Fragen jeweils zu beantworten, um selber möglichst viel für dich mitzunehmen und vielleicht für dich etwas zu lernen heute auch daraus, wie das bei dir ausschaut mit deinen Vorsätzen und deinen Zielen und wie du es umsetzt. Also, Fragen sind herzlich willkommen, kannst du jederzeit reinschreiben in die Kommentare, ich schaue zwischendurch. Und auch die sich nachher die Aufzeichnung anschauen, lade ich herzlich ein, schreib deine Kommentare rein. Ich schaue mir dann alles an, ich antworte auch, kann ein bisschen dauern, aber ich lese immer alles und schaue auch, dass ich antworte. Das heißt, mach einfach mit, damit du möglichst viel für dich herausziehst. Gut. Also gleich meine erste Frage für dich. Hast du einen Neujahrsvorsatz für 2018? Was willst du die nächsten Monate oder in diesem Jahr erreichen? Schreib es einfach mal in die Kommentare hinein, wenn du einen Vorsatz hast oder ein Ziel, das du in diesem Jahr erreichen willst. Egal, ob es jetzt etwas mit Ernährung zu tun hat, ob es privat oder beruflich ist. Es würde mich interessieren, einfach mal, dass du reinschreibst, was ist dein Ziel für 2018. Früher, also bei mir ist immer so dieses Thema, bei dem ich für mich immer Verbesserungspotenzial sehe, die Bewegung, der Sport. Das heißt, die letzten Jahre
habe ich mir regelmäßig vorgenommen, ich möchte mehr Bewegung machen. Ich bin aber eigentlich ein Sportmuffel, also ich mache nicht gern Sport. Außer, aber ich weiß nicht, ob man das als Sport bezeichnen kann, ich gehe halt gern tanzen. Aber wie oft gehe ich schon tanzen? Nicht mehr so oft mit meinen zwei Kindern. Also das fällt ein bisschen flach. Das heißt, Sport ist für mich eher ein schwieriges Thema. Ich weiß aber, dass es mir gut tut, wenn ich mich bewege. So, das waren die letzten Jahre meine Vorsätze, mehr Bewegung machen. Gut, ich sehe schon, einige haben schon geschrieben. Langsamer werden, schreibt die Pia. Ein interessanter Vorsatz, Pia. Sabrina schreibt abnehmen. Norberta schreibt nein, außer zufrieden. Zu bleiben wahrscheinlich, nehme ich an, heißt das. Die Lina schreibt, ich habe nur ein Motto, Dreistheit siegt. Okay, auch interessant. Gut. Also, das sind schon mal schöne Vorsätze. Und Sonja schreibt, wieder täglich kochen. Achtsamer werden, schreibt die Petra. Okay, super. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und jetzt kommen wir gleich zum ersten Grund, warum viele Vorsätze scheitern. Und der erste Grund ist, dass wir sie einfach zu wischiwaschi formulieren. Wir sind zu wenig entschlossen, wir haben zu wenig Willen dahinter, hinter der Formulierung. Zum Beispiel bewusster essen, schreibt die Sita zum Beispiel. Das ist ein schöner Vorsatz, aber er ist sehr unkonkret und ebenso so. Wie sagt man, zauderhaft ein bisschen. Oder wenn die Nadine, du schreibst zum Beispiel, ich möchte meine Nahrungsmittelunverträglichkeiten vielleicht auch mit Hilfe der TCM in den Griff bekommen. Da kommt das Wort vielleicht vor. Und die Silke schreibt, abnehmen, mehr schlafen. Also das sind alles schöne Ziele, versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht kritisieren oder so. Ich möchte euch nur zeigen, dass es eine entschlossenere Formulierung braucht. Das heißt, willst du das wirklich? Gertrud schreibt zum Beispiel wirklich täglich ein warmes Frühstück essen. Ja, das ist schon ein schönes, konkretes Ziel. Also in meinem Beispiel wieder, wenn ich gesagt habe, früher, ich möchte mich mehr bewegen, dann habe ich meistens so dazu gesagt, ja, ich werde es mal probieren, mal schauen, ob ich es schaffe. Vielleicht schaffe ich es ja einmal die Woche, laufen zu gehen. Vielleicht kann ich ja anfangen mit Schwimmen gehen, irgendwas. Also es war immer sehr wischiwaschi. Also aus der Zieleforschung und aus der positiven Psychologie und allen möglichen anderen Gebieten, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, weiß man eben, dass für ein Ziel es sehr wichtig ist, dass du entschlossen bist, dass du es unbedingt willst und dass du daran glaubst. Also glaubst du daran, dass du bewusster essen wirst, Zita zum Beispiel. Glaubst du dran, Gertrud, dass du täglich dein warmes Frühstück essen wirst? Und willst du das auch wirklich? Ist es dir wirklich wichtig? Sabine schreibt, mir was Gutes tun. Mir was Gutes tun ist auch super, aber es ist auch sehr abstrakt. Also, der erste Tipp ist, versuch das wirklich konkreter zu formulieren. In Bezug auf Bewegung war es bei mir dann vor circa 2 oder 3 Jahren der Knack, den es gemacht hat, oder wo es dann funktioniert hat, ich habe gemerkt, es überfordert mich alles. Das ist absolut unrealistisch, dass ich anfange, einmal die Woche laufen zu gehen oder schwimmen zu gehen. Ich hasse schwimmen gehen, ich hasse laufen gehen. Aber was könnte ich machen? Ich könnte jeden Tag 5 bis 10 Minuten in der Früh ein paar Dehnungsübungen machen, ein paar Bauchmuskelübungen. Das fange ich an. Und ich könnte einmal die Woche mit meiner Mutter in Pilates gehen. Zu zweit geht es einfacher. Es ist in der Nähe von zu Hause, es ist nicht weit zum Fahren. Das ist zu schaffen, das ist konkret, das will ich unbedingt. Und genau, also wirklich versuch es konkret zu formulieren und frag dich, ob du das wirklich willst. Wie wichtig ist dir das? Wir können normalerweise nur dann Ziele erreichen, wenn sie uns wirklich wichtig sind, wenn sie eine Bedeutung für uns haben, wenn sie was für uns ändern, wenn wir das erreichen. Also deswegen möchte ich dich einladen, schreib dein Ziel jetzt noch einmal rein und versuch's konkreter zu formulieren, entschlossener, mit mehr sozusagen Stärke im Ausdruck. Und lass Worte wie vielleicht und so weiter oder mal schauen, wenn ich es schaffe, ich probiere es mal, ich versuche es mal. Also das Versuchen, das ist auch so ein Wort,
das hat schon das Scheitern sozusagen in sich, weil wenn ich was versuche, dann tue ich es nicht, sondern wirklich entschlossen, was du tun wirst. Und ich habe dir versprochen, dass ich heute meinen wichtigsten Vorsatz für 2018 mit dir teilen werde. Und diesen Vorsatz möchte ich auch als Beispiel nehmen für diese drei Gründe, warum es nicht funktioniert. Also mein Vorsatz ist, dass ich im Jahr 2018 regelmäßig meditieren will. Bis jetzt war es so, dass ich das sehr unregelmäßig gemacht habe. Ich war zweimal auf einem Schweigeretreat die letzten 2 Jahre, jeweils zu Pfingsten, 3, 4 Tage, wo ich dann jeweils meditiert habe viel und mir gedacht habe, das ist super, es hat mir irrsinnig gut getan. Und ich möchte es zu Hause auch regelmäßig einführen, habe es aber bis jetzt einfach nicht geschafft. Es war sehr unregelmäßig. Und für dieses habe ich mir vorgenommen, ich möchte das mehr. Ich möchte mehr meditieren. Gut, du merkst schon, mehr meditieren ist auch sehr schwammig, sehr wischiwaschi. Was bedeutet mehr meditieren? Heißt das jeden Tag? Heißt das einmal in der Woche? Heißt das 2 Stunden am Tag? Heißt das 5 Minuten am Tag? Das heißt, ich werde, also entschlossen ist auf jeden Fall, ich bin entschlossen, ich will das unbedingt. Ich will dieses Jahr mehr meditieren, ich will regelmäßig meditieren, ich will 3-mal die Woche meditieren. Und zwar 3-mal die Woche 15 Minuten lang. Das werde ich auch tun, damit habe ich schon angefangen. Das ist mein fester Entschluss. Ende des Jahres kannst du mich dann fragen, ob ich es wirklich gemacht habe. Nein, ich werde das machen, das ist das habe ich jetzt ganz fest vor. Natürlich, ich möchte schon dazu sagen, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Wenn man sich was fest vornimmt, dann kann man natürlich am Weg flexibel seine Ziele auch anpassen. Du kannst dir vielleicht merken, dass dieses Ziel in 2 Monaten für dich gar nicht mehr passt. Das ist dann auch in Ordnung. Es geht nur darum, dass wir mal anfangen, überhaupt ein Ziel richtig anzusteuern. Und dann vertrauen wir sozusagen dem Universum, dass es uns auf den richtigen Weg leiten wird und uns dann zeigen wird, ob das Ziel für uns passt, ob wir das wirklich immer noch wollen in einigen Monaten, ob es uns gut tut, wenn wir das verfolgen und wie wir es dann vielleicht abändern. Und das heißt dann nicht, dass wir Versager sind oder scheitern, sondern das heißt einfach, dass wir menschlich sind und dass wir flexibel sind und anpassungsfähig und offen für Neues. Gut, auf jeden Fall, okay, ich sehe gerade, ihr habt schon was reingeschrieben, super. Alexandra schreibt, vor 23 Uhr schlafen zu gehen, ja, ein super Ziel. Und magst du das täglich machen, Alexandra, oder magst du das ab und zu machen? Sabine schreibt, 1-mal die Woche allein spazieren gehen. Auch ein schönes Ziel, Sabine, super. Und die Andrea sagt, hallo Andrea, schön, dass du auch da bist. Gut, Alexandra schreibt noch, zumindest von Montag bis Freitag vor 23 Uhr schlafen gehen. Okay, dann ist noch der Tipp, lass das zumindest weg, sondern sag ganz fix, an welchen Tagen willst du wirklich vor 23 Uhr schlafen gehen. Was ist für dich realistisch? Gut, dann kommen wir zum zweiten Grund. Also der erste Grund ist einfach, dass wir unsere Ziele zu wenig entschlossen formulieren, dass wir das nicht wirklich, dass wir nicht wirklich dran glauben auch. Glaubst du dran, dass du das erreichen kannst? Das ist ganz wichtig. Wir können alles erreichen, was wir wirklich wollen und woran wir wirklich glauben. Dieses dran glauben ist ganz wichtig. Wenn wir selber schon nicht davon überzeugt sind, dass wir das schaffen können, werden wir es wahrscheinlich auch wirklich nicht schaffen. Da gibt es ein schönes Sprichwort von Henry Ford, glaube ich, der gesagt hat, egal ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, du hast immer recht. Das wirkt am Anfang vielleicht etwas wuhu oder abgehoben oder seltsam, aber es stimmt wirklich. Das ist meine Erfahrung von den letzten Jahren. Das, woran du glaubst und was du wirklich willst, das kannst du auch schaffen. Das heißt, frag dich, ob du an deine eigenen Ziele, an deine Vorsätze, an deine Neujahrsvorsätze wirklich glaubst und ob du wirklich entschlossen bist, das auch zu tun, ob du das wirklich willst. Und dann mach eine entsprechende Formulierung, einen richtigen Satz, ohne vielleicht oder wenn und aber, sondern richtig konkret, was willst du erreichen. Lina schreibt, ich möchte keine zusätzlichen Termine einplanen, wenn ich meine Tage habe, weil ich dann etwas Ruhe brauche. Sehr gut, genau. Das heißt, keine zusätzlichen Termine, Lina, heißt das dann, du hast fixe Termine, die du nicht absagen kannst, aber keine zusätzlichen Termine. Also weißt du konkret für dich, was es bedeutet. Nicht gar keine Termine, sondern nur keine zusätzlichen Termine. Also die normalen hast du dann trotzdem. Oder kannst du die auch absagen, das wäre natürlich schön. Gut, wir kommen zum zweiten Grund. Der zweite Grund, warum Neujahrsvorsätze oder überhaupt Ziele oft nicht erreicht werden,
ist, weil wir gar nicht wissen, warum wollen wir das überhaupt? Also warum willst du zum Beispiel früher schlafen gehen? Warum willst du warm frühstücken jeden Tag? Warum willst du einmal die Woche alleine spazieren gehen zum Beispiel? Die Ziele, die wir jetzt schon gehabt haben von euch. Und in meinem Fall, warum will ich regelmäßig meditieren? Was steckt da dahinter? Was würde das ändern für mich, wenn ich das tue? Was bringt mir das? Will ich das nur, weil ich irgendwo gelesen habe, dass das gesund ist? Will ich das nur, weil es gerade modern ist zu meditieren? Oder ist das wirklich ein ganz persönlicher, tiefer Herzenswunsch von mir? Und das ist auch wieder sowas. Versuch darüber nachzudenken, warum du etwas willst, weil wir erreichen unsere Ziele besser oder eigentlich nur dann wirklich auch zufriedenstellend, auch für uns befriedigend, wenn es etwas ist, was wir wirklich von Herzen wollen und wenn wir wissen, warum wir das wollen. In meinem Fall habe ich darüber nachgedacht, warum will ich regelmäßig meditieren, dreimal die Woche 15 Minuten, und zwar Montag, Donnerstag und Freitag, damit ich genau weiß, wann. Das heißt, warum will ich das? Ich will das, weil es mir viel innere Ruhe bringt, weil es mich runterfährt. Weil ich jemand bin, der ständig am Denken ist und ganz viele, ich habe viele Ideen, das ist super. Ich bin meinem Geist, meinem Gehirn sehr dankbar, dass ich da so viele Ideen immer habe und dass ich so kreativ bin. Und gerade für die Arbeit, die macht mir wahnsinnig Spaß. Das merkt ihr, wenn ihr mir schon länger folgt. Und ich entwerfe sozusagen ständig neue Projekte im Kopf und kann da schwer abschalten. Und das Meditieren hilft mir, die innere Ruhe mehr zu finden, inneren Frieden, und das wünsche ich mir mehr als alles auf der Welt. Ich wünsche mir inneren Frieden, ich wünsche mir innere Gelassenheit, und das hat noch mehr zur Folge, zum Beispiel, also als weitere Folge hat es auch, dass ich in meiner Familie dann mit meinen Kindern ruhiger und gelassener und geduldiger umgehen kann. Da bin ich manchmal ungeduldig, das möchte ich. Ich möchte geduldiger sein, eine geduldige Mama sein, eine geduldige, liebevolle Partnerin, und ich weiß, dass dieses regelmäßige Meditieren mir dazu verhilft, dass ich einfach noch mehr in mir ruhe, dass ich genau weiß, wer ich bin, was mir wichtig ist, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben. Also das hat viele Aspekte, und genau deswegen, das ist mein Grund, warum ich regelmäßig meditieren will, weil ich weiß, dass mir das zu mehr innerer Ruhe, zu einer besseren Beziehung mit meinen Kindern, mit meiner Familie verhilft, und insofern zu einem insgesamt erfüllteren, glücklicheren Leben. Und das wünscht sich wahrscheinlich jeder von uns. So, was schreibt ihr jetzt? Bin ich neugierig. Erika schreibt, ich erreiche meine Ziele mittels Vision Board. Das hängt in der Küche. Alles, was ich mir wünsche, wird da möglichst klar mit Datum draufgeschrieben. Wie ein Bestellschein ans Universum. Es funktioniert. Super, Erika. Ja, das ist genau das, was natürlich super hilft, wenn wir uns auch wirklich ausmalen mit Bildern, weil unser Unterbewusstsein liebt Bilder, unser Unterbewusstsein liebt Gefühle. Alles, was wir mit positiven Gefühlen, mit Begeisterung, mit Freude, mit Glauben, mit Liebe und mit Bildern sozusagen uns wünschen und uns als Ziele setzen, das können wir noch besser verwirklichen. Deswegen ist ein Vision Board natürlich super. Das heißt, es ist einfach, für die, die es nicht kennen, das ist wie wenn du eine Collage machst. Das heißt, ein Plakat. Und da schneidest du dann zum Beispiel Bilder aus Zeitschriften aus, von einem Strand, wenn du zum Beispiel auf Urlaub fahren willst, oder von einem schönen Haus, wenn du ein neues Haus haben willst, oder was auch immer. Oder einfach Bilder, die dir gut tun. Dann schreibst du deine Worte daneben, schöne, die dich inspirieren oder was du dir wünschst. Und eben Erika schreibt dann auch noch das Datum hin, bis wann das sein soll. Und wenn du das dann jeden Tag siehst und dir immer in Erinnerung rufst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit sehr, dass das dann auch in Erfüllung geht. Weil dein Unterbewusstsein, das ist das Coole dran, das hilft dir, auch wenn du es gar nicht merkst, diese Wünsche umzusetzen. Das heißt, du bekommst dann plötzlich bestimmte Ideen, du triffst plötzlich bestimmte Menschen, beziehungsweise fällt dir das überhaupt erst auf, dass du jemanden kennst, der dir da vielleicht helfen könnte. Aber das geht eben nur, wenn du dein Unterbewusstsein darauf sozusagen immer wieder einschwörst. Gut, Gertrud schreibt, dieses tägliche warme Frühstück. Ich bin dazu entschlossen, ab sofort täglich ein warmes Frühstück zu essen und glaube daran, dass ich das jetzt auch schaffe. Super, Gertrud, genau das ist das, wie ich mir das vorstelle,
Das war dieser erste Grund. Wir machen ein entschlossenes Ziel und wir glauben auch daran, dass wir es wirklich schaffen. Das kannst du dir jetzt wirklich groß auf einen Zettel hinschreiben zum Beispiel und wo an die Wand kleben, wo du es so regelmäßig siehst, damit du dich immer daran erinnerst. Und dann kannst du eben noch darüber nachdenken, warum willst du das? Zum Beispiel, es bringt mir mehr Energie, ich kann in der Früh leichter aufstehen, ich habe weniger Hunger auf Schokolade, ich bleibe gesund, es stärkt mein Immunsystem und damit kann ich gesund durch den Herbst kommen, ohne die lästige Verkühlung, die ich sonst immer habe. Also wirklich so ganz konkret, was bringt dir das, warum willst du das, damit du dich dann, und das aufschreiben auch idealerweise, damit du dich dann immer daran erinnerst und dein Unterbewusstsein dir helfen kann, das zu erreichen. Sabine schreibt, ich will alleine spazieren gehen, um meinen Kopf ganz leer zu bekommen. Sabine, das ist super, das erinnert mich an mein Meditieren. Und warum willst du deinen Kopf ganz leer bekommen? Was bringt dir das genau? Ist es so wie bei mir, dass du dann einfach merkst, du wirst innerlich gelassener, du bekommst inneren Frieden, du kommst mehr zu dir selbst, spürst dich mehr. Also da lohnt es sich, darüber nachzudenken. Wenn du jemand bist, der gerne schreibt, dann setz dich direkt heute gleich nach dem Facebook Live einmal hin und schreib dir dazu einfach deine Gedanken auf. Was willst du? Was ist dir wirklich wichtig? Warum willst du es? Und dann kommen wir schon zum nächsten Schritt. Der dritte Grund, warum Neujahrsvorsätze oft scheitern. Das ist schon der letzte Grund. Und der ist, dass unser Vorsatz nicht realistisch ist. Das heißt, der erste Grund war, dass wir es zu abstrakt, zu verschwommen, zu wischiwaschi formulieren, dass wir nicht wirklich dran glauben und dass wir auch nicht entschlossen sind, das wirklich zu machen. Also ich werde vielleicht mich mehr bewegen, irgendwie, ich weiß noch nicht genau wie, aber ich werde es schon irgendwie schaffen. Der zweite Grund war, dass wir unser Warum nicht wirklich kennen und vielleicht auch keinen echten Grund haben, warum wir das umsetzen wollen. Es gibt keinen richtigen Anlass. Das Ziel kommt von irgendwo anders. Dazu gehört vielleicht auch als Beispiel, wenn man abnehmen will, warum will ich abnehmen? Ist es mir wirklich ein Anliegen, dass ich zum Beispiel dann mich wieder besser steigen kann, ohne außer Atem zu kommen, oder dass ich wieder in mein Lieblingskleid passe? Oder ist es deswegen, weil mein Mann oder meine Mutter mir sagt, ich soll abnehmen und das kommt gar nicht von mir? Verstehst du den Unterschied? Ich hoffe schon. Also das ist dieses Warum, das muss wirklich von dir kommen. Das ist wichtig, dass es für dich ein Herzenswunsch ist, nicht für jemand anderen. Und der dritte Grund ist eben, dass unsere Vorsätze nicht realistisch sind. So wie bei mir früher mit dem Bewegen, dass ich laufen gehe, das war nie realistisch, weil ich eben Laufen in Wirklichkeit hasse. Das wäre nur etwas, weil ich gewusst habe, okay, Laufen gehen ist gesund, das liest man überall, Laufen gehen ist super, es soll auch überhaupt nicht schwer sein, ich kaufe mir gute Schuhe und dann gehe ich laufen und ich bin in der frischen Luft, das ist alles super. Nur, das ist für mich absolut nicht realistisch, weil ich eben überhaupt nicht laufen mag. Im Gegenteil, ist es mir wirklich zuwider zu laufen, muss ich leider sagen. Gut, Sabine schreibt, ich will mich selber mehr spüren, besser auf mich hören. Genau, Sabine, das ist ein sehr schönes Warum. Und das würde ich dir auch empfehlen, schreib dir das auf. Ich will mich mehr spüren, ich will besser auf mich hören. Super wichtig für alles. Gut, und für den dritten Grund noch ein Beispiel, das Meditieren. Also mein wichtigster Vorsatz für 2018, ich möchte dreimal die Woche 15 Minuten meditieren. Und das ist einfach etwas, was für mich realistisch ist. Ich weiß, es wäre nicht realistisch, wenn ich mir vornehmen würde, ich meditiere jeden Tag. Das geht einfach nicht, das schaffe ich nicht, vielleicht später, aber jetzt einmal ist es für mich nicht realistisch. Und wenn ich mir das vornehmen würde, aus lauter Überschwang, ah ja, meditieren ist super, ich meditiere jetzt jeden Tag 30 Minuten in der Früh, 30 Minuten am Abend. Das habe ich zum Beispiel beim Deepak Chopra gelesen, einer meiner Lieblingsautoren, dessen Bücher ich immer wieder lese, sehr empfehlenswert. Das ist ein indisch-amerikanischer Arzt, der sich auf die Macht der Gedanken spezialisiert hat und da aber interessanterweise das auch mit
wie soll ich sagen, mit harten Fakten sozusagen untermauert. Also der wirklich schaut, wie funktioniert unser Gehirn und so weiter und so fort. Also wirklich auch wissenschaftlich das betrachtet. Und wie kann es sein, dass unsere Gedanken eben so eine Macht haben und wie kann man das beeinflussen, unser Unterbewusstsein und so weiter. Also zum Beispiel hat er ein ganz tolles Buch, was ich dir empfehlen möchte, die 7 Schlüssel zum Glück oder die 7 Schlüssel des Glücks. Der heißt Deepak Chopra. Chopra schreibt man mit Chopra. Wenn es dich interessiert, schreib in die Kommentare, ich schreibe dir gerne den Titel da noch rein. Gut, auf jeden Fall, der hat in einem seiner Bücher empfohlen, 30 Minuten morgens meditieren, 30 Minuten abends wäre ideal, jeden Tag. Und natürlich, ich bin eine fleißige Studentin, ich denke mir, ja, das wäre super, ich möchte das auch. Aber ich weiß einfach, das ist für mich nicht realistisch. Für mich wäre es super, wenn ich es dreimal die Woche 15 Minuten schaffe. Und wenn das gut funktioniert, kann ich noch einen Tag dazu nehmen oder mal verlängern auf 20 Minuten, aber alles schön realistisch, sodass ich es gut umsetzen kann. Bei der Ernährung zum Beispiel, haben wir dann oft so im Neujahrsüberschwang die Vorstellung, ich esse gar keinen Zucker mehr oder ich lasse komplett den Kaffee weg oder nie wieder Pudding essen oder Kuchen oder so. Und das ist halt auch ein sehr großes Ziel, was oft auf Dauer nicht umsetzbar ist. Genauso wie, und jetzt komme ich mehr noch zu meinem Stammthema, zur Ernährungsumstellung nach der traditionellen chinesischen Medizin. Und da geht es halt ganz viel darum, dass man mehr anfängt zu kochen und warm zu essen, weniger Brotmahlzeiten, weniger Industriekost, sondern wirklich schaut, Gemüse, Kochen, Reis, Hülsenfrüchte etc. Auf jeden Fall regelmäßig gekochtes Essen und weniger Rohkost, weniger Kaltes. Und ich merke einfach so aus meiner Erfahrung bei den Teilnehmerinnen meines Online-Kurses Trust Your Body, ist es so, dass sie am Anfang oft wirklich sehr motiviert sind und voll anfangen und nur noch gekocht essen und gar kein Brot mehr und keine Rohkost und dass sie dann irgendwann merken, puh, das halte ich jetzt aber auf Dauer wirklich nicht durch. Oder dass dann eben so wie jetzt die Weihnachtstage kommen oder Urlaub oder irgendwelche außergewöhnlichen Vorkommnisse wie Geburtstage und so weiter. Und sie dann ganz enttäuscht von sich selber sind und sich irgendwie schlecht fühlen, weil sie es eben nicht schaffen, das durchzuhalten. Nur, das ist eben auf Dauer nicht realistisch. Also ist auch nicht notwendig bei der TCM-Ernährung. Man darf durchaus auch zwischendurch ein Brot essen oder was Süßes. Es kommt immer nur auf das Ausmaß an, wie gehe ich damit um und was esse ich regelmäßig, was esse ich so Tag für Tag. Ausnahmen sind immer okay und das ist eben auch etwas, was einfach dann realistischer ist. Ich kann mir vornehmen, ich esse eben zum Beispiel, wenn ich weiß, das warme Frühstück tut mir prinzipiell gut, aber gerade am Wochenende ist es ein bisschen schwer, weil da sitze ich mit der Familie und alle essen dann Brot und so weiter, dass ich mir einfach vornehme, okay, Montag bis Freitag warmes Frühstück, Wochenende esse ich Brot zum Frühstück, ist auch okay. Also einfach etwas, was für dich realistisch ist, auch beim Abnehmen zum Beispiel. Schnell viel abzunehmen ist zwar möglich, aber es ist selten. Oder eigentlich, ich würde mich trauen zu sagen, nie nachhaltig und es ist nie gesund. Das heißt, beim Abnehmen wäre das Realistische, wirklich langsam abzunehmen. Ich weiß nicht, ich kann es schwer Zahlen sagen, aber vielleicht, weiß nicht, 1 bis 2 Kilo im Monat. Damit habe ich nicht so viel Erfahrung, aber auf jeden Fall nicht dieses schnelle Crash-Diäten abnehmen. Das ist nicht nachhaltig und es ist unrealistisch, dass es einfach, weiß nicht, auf Dauer funktioniert es halt nicht. Und beim Abnehmen ist auch unrealistisch, zum Beispiel nie wieder Süßigkeiten zu essen. Also versuch dir da wirklich für dich einen realistischen Plan zu machen und ganz konkret auch zum Beispiel die Tage. Zum Beispiel Sabine, die gesagt hat, einmal die Woche spazieren gehen alleine, würde ich dir noch den Tipp geben, such dir einen Tag aus. An welchem Tag machst du das? Am besten tragst du noch in den Kalender ein, weil wir neigen dazu dann, uns zu denken, okay, heute geht es nicht, dann morgen, nein. Okay, dann morgen und dann machen wir es eine Woche gar nicht oder 2 Wochen. Also wichtig ist wirklich ganz konkret zu sagen, wann, wie viel, wie lang und realistisch. Was kann ich wirklich auf Dauer auch umsetzen, ohne mich zu quälen, ohne mich zu stark unter Druck zu setzen, weil das ist immer kontraproduktiv, wie ihr wahrscheinlich alle schon erfahren habt. Und ja, und so kannst du das schaffen. Also ich wiederhole noch einmal. 3
Gründe, warum Ziele oft scheitern, warum Neujahrsvorsätze oft scheitern. Einerseits zu wenig Entschlossenheit und zu wenig Glauben daran, dass man es schafft. Und zu wischiwaschi, zum Beispiel, ich möchte mich mehr bewegen, wenn es irgendwie geht, vielleicht. Obwohl man eigentlich gar nicht daran glaubt, dass man es überhaupt schaffen kann. Das zweite ist, dass du dein Warum nicht kennst oder dass dein Warum nicht wirklich von dir kommt, sondern von irgendwo anders. Das heißt, dein Warum, warum willst du das erreichen? Soll es deinem Herzen kommen? Und da empfehle ich dir wirklich, dir Zeit zu nehmen, mal drüber nachzudenken. Willst du das wirklich? Ist das überhaupt wirklich wichtig für dich? Oder hat das einfach irgendjemand gesagt, dass du es, oder hast du es irgendwo gelesen, dass man das halt tun muss? Aber eigentlich ist das für dich gar nicht wichtig. Was ist für dich wirklich wichtig? Und das dritte, der dritte Grund war, dass die Ziele nicht realistisch sind, dass wir uns zu viel auf einmal vornehmen, was wir auf Dauer nicht umsetzen können und was dann zwangsläufig dazu führt, dass wir uns schlecht fühlen, undiszipliniert, als Versager, obwohl es einfach daran gelegen hat, dass die Ziele nicht realistisch waren. Gut, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Es hat dir weitergeholfen und ich möchte dich herzlich einladen, den Schwung, die Energie vom Neujahr, vom Jahresbeginn 2018 zu nutzen und mit mir morgen in unsere Facebook-Challenge gratis, um unsere gratis Facebook-Challenge zu starten. TCM Power Januar, mehr Energie und Kraft mit der richtigen Ernährung, so heißt diese Challenge, dauert 2 Wochen und findet in einer eigenen Facebook-Gruppe statt, wo wir auch untereinander Erfahrungen austauschen können, wo ihr auch mal Rezepte oder Fotos reinposten könnt und wo ihr natürlich von mir eine bunte Mischung bekommt aus Anregungen aus der TCM, aus der Achtsamkeit, viele Rezepte bzw. Infos zu saisonalen Nahrungsmitteln, die es jetzt gibt und wie die wirken auf der TCM und wo wir auch noch live Frage- und Antwortrunden machen und was mir sonst noch einfallen wird, ich bin mir selber noch nicht ganz sicher. Und im Rahmen dieser Challenge verlose ich auch 2x den Online-Kurs Trust Your Body. Finde deine typgerechte Ernährung auf TCM. Das ist mein 3 Monate Online-Programm mit privater Facebook-Gruppe, mit Frage-Antwort-Webinaren dabei und mit einem ausführlichen Online-Test am Anfang, mit dem du deinen Typ nach TCM herausfinden kannst. Das ist der Trust Your Body. Davon verlose ich 2x davon verlose ich 2 Exemplare sozusagen und zwar am Schluss der Challenge, also dann in 2 Wochen am 25. Jänner. Und du erfährst dann alles weitere in der Facebook-Gruppe. Ich poste nachher den Link gleich. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst. Ich lese noch kurz, ob noch was steht. Frage oder so. Silke schreibt, den Deepak Chopra hat sie auch gelesen und findet sie auch gut. Das freut mich, Silke. Ja, ich finde ihn auch super. Isolde schreibt noch, dass TCM super ist, 3x am Tag warm essen, etc. Man gewöhnt sich dran, es klappt. Gut, ja, ich freue mich, dass die Technik funktioniert hat und dass ihr alle dabei wart. Das war wirklich super und ich hoffe, du kannst für dich was mitnehmen. Du erreichst deine Ziele, glaub an dich, überleg, was du wirklich willst und dann kannst du alles schaffen, was du dir vornimmst. Ich glaube an dich, glaub selber auch an dich. Du bist super, du bist gut genauso, wie du bist und du machst das genau richtig, das, was du tust. Also dann, tschüss, bis zur Facebook-Challenge oder auch an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit. Wir sehen uns und hören uns hoffentlich bald wieder. Einen schönen Abend. Ciao.